Dieses Video wurde gesponsert von NordVPN. Ich musste Pokémon Legenden Arceus nun sehr viele weitere Stunden spielen und mir alles noch genauer ansehen. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan, denn nach Pokémon Schwert und Schild hätte ich einfach nicht erwartet, dass es noch schlimmer werden könnte. Also ja, was kann ich noch sagen, außer werden wir technisch. Bevor wir auf einzelne Themen eingehen, möchte ich noch allgemein über den technischen Zustand des Spiels sprechen. Einerseits sei erstmal gesagt, dass ich nicht auf die grundsätzliche Grafik eingehen werde. Grafik ist nicht, wie viele immer annehmen, wie hoch aufgelöst Texturen sind, wie viele Polygone Modelle haben oder wie krass die Effekte sind. Grafik ist das Zusammenspiel von Style und Technik. Pokémon Legenden könnte zum Beispiel um Welten besser aussehen, wenn man 60% der Texturen austauschen würde mit Farbkombinationen, die weitaus mehr Sinn machen als das, was im Spiel ist. Was mich am Spiel fasziniert ist, dass es in jeder technischen Sache so ziemlich das Mindeste abliefert. Game Freak wird sich keine Zeit fürs Spiel genommen haben. Das merkt man allein daran, dass die Umgebungen von Region zu Region immer leerer und uninteressanter werden. Zum Beispiel verzichtet man ab der dritten Region größtenteils auf Klippen- und Felsendetails, wodurch man irgendwann sowas hier sieht. Eine abgeleckte, riesige Felsenwand ohne Felsen oder sonstige Dekorationen, wodurch es halt einfach nur aussieht wie ein schlecht gemachtes Terrain aus einem Videospiel. Aber sei es nun die Animationen, die super roboterhaft wirken, dass die Bildrate immer einbricht, sobald die Kamera durch Bäume fährt, dass die Weitsicht ein absoluter Witz ist und ich mich ernsthaft frage, warum sie die Fähigkeit eingebaut haben, dass man fliegen kann, wenn das Spiel in diesem technischen Zustand ist. Man könnte theoretisch endlos darüber reden, mit wie wenig Liebe und Ehrgeiz dieses Spiel erstellt wurde. Und es liegt garantiert nicht an den einzelnen Leuten, die daran gearbeitet haben, sondern an denen, die im Director-Stuhl sitzen. Und als letztes möchte ich noch anmerken, dass Game Freak die Pokémon Company besitzt und nicht umgekehrt. Es wäre toll, wenn man in Zukunft nicht mehr hören muss, dass angeblich die Pokémon Company Game Freak kein Geld und keine Zeit für die Spiele geben würde. Wäre schon seltsam, wenn man seinen Chef keine Zeit gibt und den Geldhahn zudreht. Es ist eine seltsame Ausrede, die irgendwo erfunden hatte und es gibt absolut keine Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Und wie gesagt, würde es so allein von der Hierarchie auch keinen Sinn ergeben. Wo wir damit durch sind, fangen wir richtig an. Ich weiß nicht genau, wie man das schafft, aber hier hat Game Freak so ziemlich in jeder möglichen Art und Weise das Wasser verhauen, wie man es überhaupt nur verhauen kann. Es ist so schlimm, dass wir dankbar sein sollten, dass es zumindest blau eingefärbt wurde. Und da es hier einiges zu reden gibt, gehen wir die einzelnen Punkte jetzt durch. Wir fangen an mit dem Verzerrungseffekt für alles, was unter Wasser ist. In Super Mario Odyssey Technikvideo haben wir bereits geklärt, wie dieser Effekt funktioniert, dass dafür alles unterhalb der Wasseroberfläche gesondert gerendert wird und deswegen bei Mario im Handheld-Modus alles, was im Wasser ist, verpixelter aussieht, weil dafür eine niedrigere Auflösung verwendet wird. Das ist auch total okay, denn das Bild wird ja eh verzerrt und dadurch fällt es nicht so extrem auf. Daher, was ist bitte bei Pokémon passiert? Direkt am Start des Spiels sehen wir diese kleinen Mini-Teiche, fast schon große Pfützen. Wie ihr seht, ist alles unter der Wasseroberfläche verpixelt, aber es findet halt keine Verzerrung statt. Oder etwa doch? Wenn man die Kamera nah ans Wasser bewegt, sieht man, dass aus diesem Winkel ganz leicht eine Verzerrung stattfindet. Für diesen geringen Effekt hätte man sich den ganzen Effekt auch einfach sparen können, damit diese Pixelierung nicht stattfindet. Dadurch wäre das Gesamtbild auch hübscher gewesen und obendrauf spart man Leistung, die man woanders nutzen könnte. Aber okay, es ist stilles Wasser, da ergibt es ja Sinn, dass man keine wirkliche Kräuselung sieht. Gehen wir an den Strand und schauen uns an, wie es da ist. Und da ist es genauso. Die Verzerrung des Wassers sagt uns, dass die Wellen am Strand genauso stark sind, wie die in einer großen Pfütze. Was ich damit sagen will ist, das Wasser würde ohne diesen Effekt als einfache transparente Fläche weitaus besser aussehen und vielleicht könnte man dann auch dadurch einfach ein paar mehr Bäume im Hintergrund rendern. Eine Sache, die man schnell abfrühstücken kann, ist folgende. In ein paar Bereichen spiegelt die Wasseroberfläche. Das ist via Screen Space Reflections gelöst. Dadurch werden ja Sachen nicht reflektiert, die sich nicht auch gerade auf dem Bildschirm befinden, was vor allem beim Drehen der Kamera stark auffällt. Und ebenso können dadurch Artefakte entstehen durch Objekte im Vordergrund, die eine Art Schatten aufs Wasser werfen. Auch wenn es halt unlogisch ist, da sie ja im Vordergrund sind. Und nun, wo ihr es einmal gesehen habt, werdet ihr es immer sehen und es wird euch ständig nerven. Gern geschehen. Aber ganz ehrlich, die beiden Sachen sind mir eigentlich egal. Was ich
wirklich thematisieren möchte und was mich einfach kirre macht, ist der Effekt des Wasserrandes. Ich habe mich ja noch in Schwert und Schild darüber lustig gemacht, wie billig der Rand damals gelöst wurde und weniger sicherlich einfach nicht sein würde. Ich habe mich geirrt, sie haben es tatsächlich geschafft, den Wasserübergang noch simpler und dadurch auch noch hässlicher zu machen. Wie in Schwert und Schild wird der Rand via dem Sieb-Buffer bzw. Death-Buffer kalkuliert. Dafür wird gescheckt, wie nah andere Geometrie der Wasseroberfläche ist und ab einem bestimmten Schwellenwert als eine weiße Fläche angezeigt. Wenn man auf YouTube ein Wasser-Shader-Tutorial mitmachen würde, dann wären das jetzt so die ersten drei Steps gewesen. Game Freak sagte sich aber so, okay, wir sind hier fertig und ließ es einfach so. Der Rand vom Wasser ist dadurch einfach nur ein weißer Strich. Diesen weißen Strich könnte man zum Beispiel jetzt noch leicht verzerren und dann als Maske verwenden. Hier, ich habe das mal innerhalb paar Minuten zusammengeschustert. Wenn ich das kann, dann kann das irgendwer bei Game Freak auch. Problem ist, dass Game Freak diese Death-Buffer-Lösung überall verwendet, auch beim Meer. Und wo wir wieder beim Meer sind, mir wäre neu, dass das Meer solche Wellen verursacht. Auch ist das Meer ja eigentlich kein Teich, dennoch endet es hier am Strand mit der gewohnten statischen weißen Linie. Anstatt also sowas wie Wellen einzubauen, sehen wir halt wieder diese weiße Linie. Und da die Tiefenberechnung ungenauer wird, wenn man von oben hinab sieht, kann man diese weiße Linie bei flachen Gewässern riesengroß aussehen lassen. Warum das nur bei diesem Spiel so ist und nicht bei anderen Spielen, ist ganz einfach erklärt, weil man so einen Shader bei professionellen Spielen einfach nicht fürs Meer verwendet. Und können wir kurz darüber reden, dass beim Schwimmen durchs Meer selbst N64-Spiele glaubwürdiger aussehen. Hier wird ein Partikeleffekt, der so aussehen soll, als wenn, glaube ich, Wasser aufgewirbelt wird, von der Wasseroberfläche abgeschnitten. Und mehr gibt es auch nicht. Ich habe ja letztens hier auf dem Kanal über Wii Sports Resort gesprochen. Das Wasser dort hat echte 3D-Wellen, die zur Echtzeit berechnet werden. Hat eine Reflexion, die klassisch gelöst wird und daher immer alles korrekt reflektiert. Und das bei einer gigantischen Map, die von der Fläche mit den Leveln in Pokémon Legenden mithalten kann. Nur lief Wii Sports Resort sogar mit 60 Bildern pro Sekunde. Auf der Wii. Und wenn das alles nicht reicht, wird das Meerwasser anscheinend von unten beleuchtet. Denn wenn man durch den Tunnel schwimmt, wird es nicht dunkler, sondern bleibt einfach gleich hell. Was unfassbar bescheuert und amateurhaft wirkt. Ich meine, selbst das Wasser in dem Bereich schnell dunkler einzufärben, hätte ja schon fast gereicht. Was ich damit sagen will ist, dieses Spiel stellt für mich den neuesten Tiefpunkt in Sachen Wasser in Videospielen dar. Und ich behaupte, dass selbst der Wasser-Fan-Typ aus dem Miiverse unendlich enttäuscht wäre oder vielleicht sogar ist. Jeder, der auch nur irgendein Footage vom Spiel gesehen hat, wird sich sicher gefragt haben, warum gibt es überall diesen seltsamen Glanz? Die Oberfläche jedes Terrains und Objektes hat einen Glanzeffekt, der je nach Kamerawinkel stärker oder halt schwächer wird. Der Glanz kann zudem bestimmte Farben annehmen. So ist er in der ersten Region zum Beispiel pink und verändert sich je nach Tageszeit. Dabei sei angemerkt, dass Figuren keinen Glanzeffekt haben, sondern nur die Umgebungen. Ihr wartet jetzt sicher darauf, dass ich euch erkläre, warum es ihn gibt oder was der Sinn dahinter ist. Ich muss euch enttäuschen, es gibt keinen Sinn, es gibt keinen Grund, es ist einfach nur unfassbar hässlich und man hat sich ganz bewusst dafür entschieden, das so einzubauen. Der Glanz ist also kein Nebenprodukt eines anderen Effektes oder man spart Leistung, wenn man damit irgendetwas kaschiert. Er reagiert auch nicht auf die globale Lichtquelle, sondern ist einfach immer da. Dadurch wird an vielen Stellen auch das Kantenflimmern verstärkt, da Bäume zum Beispiel gerne mal einen pinken Glanzrand haben und dadurch ein stärkerer Kontrast zwischen den Pixeln entsteht. Die Folge ist klar, Pixelfarben unterscheiden sich extrem und Kantenflimmern fällt dadurch mehr auf. Meine einzige Vermutung ist, dass man versuchen wollte, alles etwas mehr Tiefe zu geben, damit man besser Erhöhungen erkennen kann oder dass es mehrere Bäume sind und die nicht in der Distanz wirken wie ein Baum. Aber das ist wirklich weit hergegriffen und erklärt weiterhin nicht, warum auch nur irgendwer dachte, dieser Glanz sei eine gute Idee. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, dass die jetzt seit mehreren Jahren an dem Spiel gearbeitet haben. Weit bevor Schwert und Schild fertig war, wird bereits ein Team an diesem Spiel gearbeitet haben. Und in dieser ganzen Zeit konnte keiner sagen, das sieht unfassbar scheiße aus, das sollten wir ändern und sich dann auch damit durchsetzen. Das Spiel würde ohne den Glanz besser aussehen und auch ein ganz klein wenig Renderleistung sparen. Nicht viel, aber zumindest ein wenig. Hin und wieder frage ich mich, ob bei Game Freak selbst die jungen Leute ursprünglich vielleicht der Hausmeister der Firma waren oder sowas. Denn es ist für mich einfach unbegreiflich, wie man einige Probleme alter Spiele 1:1 auch wieder in ihren neuen Spielen sieht.
Texture Density kann man sich so vorstellen wie, so und so viele Pixel soll eine Textur pro Meter haben. Als Beispiel kann man sehr kleine Objekte riesig machen, wodurch die Textur sehr niedrig aufgelöst aussieht, da dieses Objekt nicht für diese Größe erstellt wurde. Wenn wir ein ursprünglich großes Objekt kleiner machen, ist das Problem geringer, aber es wird eine unnötig riesige Textur verwendet, was vor allem auf Low-End-Hardware wie der Switch Probleme macht, denn Arbeitsspeicher ist hier stark limitiert. Ziel ist es also immer, eine gleichmäßige Texture Density zu haben, damit eben kein Objekt irgendwie seltsam auffällt. In Schwert und Schild hatten wir schon Probleme und hier eben auch. Bedeutet, Game Freaks Grafiker haben es in der Zwischenzeit wieder nicht gelernt, beziehungsweise deren Head of Art hat keine Ahnung, wie man vernünftig 3D-Grafiken für Videospiele erstellt. Was übrigens auch erklären würde, woher der Glanz kommt, weil der Typ mit Macht keine Ahnung hat. Aber so kleine Details kann man ja auch noch übersehen. Spätestens bei der Vulkaninsel bin ich aber persönlich aus allen Wolken gefallen. Denn der Vulkanberg ist ein extra Modell, daher kein Teil des Terrains. Und dieses Modell hat eine unfassbar niedrige Texture Density, wodurch zum Beispiel auch der Glanzeffekt extrem riesige Flecken erzeugt. Vor allem, wenn man den mit dem Glanz des Terrains vergleicht. Ich weiß nicht, wie man denken konnte, dass das so raus kann, aber ich weiß, dass alle 3D-Grafiker, die gerade zusehen, den Bildschirm zerkloppen möchten. Das sind immer alles so Anfängerfehler, die einfach nicht passieren dürfen. Das wäre halt so, als wenn ein Koch das Essen serviert, nachdem er es nur 10 Sekunden angebraten hat, auf halber Stufe, auf einer Holzplatte, im Dunkeln und nackt. Ernsthaft, Game Freak, lernt mal die Basics. Okay, hier mal etwas komplett Bizarres. Im Review habe ich gesagt, dass ich es schade finde, dass die Pokémon nicht mit der Welt interagieren, dass Griffe zum Beispiel nicht auf Bäume klettern. Ich habe von zwei Personen dann gehört, sie hätten gesehen, dass Griffe in Bäume klettern kann. Also wollte ich dem auf die Schliche gehen. Daher ging ich zu einem Griffel und beobachtete es und tatsächlich, ein Griffel im Baum. Game Freak hat sich wohl doch mehr Mühe gegeben, als man glaubte und ich wollte es wohl einfach nicht sehen. Oder das Griffel im Baum ist ein Bug. Normalerweise laufen Pokémon um Bäume drumherum. Aber alle interagierbaren Bäume, also die, an denen sich Früchte befinden, scheinen hin und wieder besonders zu sein, denn Pokémon nehmen diese Bäume nicht als Hindernis wahr. Und bei Bäumen, die dann keine Kollisionserkennung haben, passiert dann eben Folgendes. Ja, die Griffel klettern nicht auf dem Baum, sie glitschen auf dem Baum. Alle Pokémon machen das. Es ist so einfach zu triggern, dass ich ernsthaft nicht verstehen kann, wie das Spiel so erscheinen konnte. Ich gehe davon aus, dass Pokémon Legenden eine Pathfinding-Methode verwendet, ähnlich dem Nuff-Match von Unity. Hier wird im ganzen Level eine Fläche angelegt, auf denen sich die KI-Figuren bewegen können. Nicht interagierbare und damit statische Bäume scheinen berücksichtigt zu werden, da können die Pokémon nicht wirklich nah ran, was bei einem Nuff-Match Sinn machen würde. Die interagierbaren Bäume hingegen scheinen das Nuff-Match nicht zu beeinflussen und deswegen laufen sie einfach durch die Bäume durch oder optisch halt über die Bäume drüber. Könnte man es als Feature ansehen? Ich empfinde es eher als schlampig. Hin und wieder hat es seine Vorteile, dass die Technikvideos so ewig viel Zeit brauchen, bis sie fertig sind. Denn so können neue Sachen aufkommen, die ich hier noch fix thematisieren kann. Und zwar gibt es bereits einige Mods, die Game Freaks Technik fixen. So muss man nicht mal mehr meinen Worten glauben und kann einfach selbst sehen, ob das Spiel ohne viel Aufwand besser aussehen könnte. Wie würde das Spiel zum Beispiel ohne diesen unfassbar hässlichen Glanz aussehen? Nun, Überraschung, sehr viel besser. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie allein diese Änderung den Look des Spiels mega positiv beeinflusst. Weil es jetzt einfach nicht mehr falsch aussieht. Es gibt sogar noch einen Fresnel-Effekt, wodurch immer noch ein wenig Licht reflektiert wird, wenn der Winkel recht scharf wird. Aber es sieht gut aus. Das würde ich als Artstyle ansehen und nicht dieser glänzende Matsch, den man eigentlich im Spiel hat. Interessant ist auch, dass das farbliche Blenden von Gras zu Untergrund ohne Glanz viel besser funktioniert. Die Grasbüschel haben dieselbe Farbe wie die eigentliche Bodentextur. Nur im Spiel selbst wird die Farbe des Bodens durch den permanenten Glanz geändert, wodurch es nicht mehr passt. Ich gehe immer wieder im Kopf durch, wie jemand bei Game Freak ebenfalls das Ganze mit Glanz und ohne gesehen hat und ernsthaft sagte, der Glanz sieht gut aus, das bleibt jetzt so. Und ich bin unendlich dankbar für die nächste Mod, denn sie ist einfach der beste Beweis für das, was ich immer sage, dass Grafik so viel mehr als Hardware-Power ist. Die HD Texture Mod macht die Texturen hochauflösender. Ja, aber darum geht es nicht. Der oder die Macher dieser Mod haben auch die katastrophale Farbwahl des Originalspiels an vielen Orten gefixt. Es gibt Farbkombinationen, die objektiv einfach schlecht aussehen. Die Kombination von Neongrün und Dunkelbraun sieht zum Beispiel unendlich scheiße aus, nur weiß das keiner bei Game Freak anscheinend. Diese Mod macht es richtig und nutzt Farbkombinationen
Farbkombinationen, die nicht nur besser miteinander passen, sondern auch mit den Farben der Charaktermodelle besser harmonieren. Es ist einfach der Wahnsinn, wie Fans in weniger als einem Monat etwas fixen können, was Game Freak in mehreren Jahren nicht hinbekommt. Es wurden auch bereits Sachen probiert, die auf der Switch selbst nicht klappen würden, wie zum Beispiel die Sichtweite erhöhen, damit Bäume nicht hässlich aus dem Nichts aufploppen. Das wäre nur möglich auf echter Hardware, wenn man das Rendering umschreibt und ist damit komplett außerhalb der Möglichkeiten einer simplen Mod. Aber dennoch gut zu sehen, dass alles, was wir als seltsam und hässlich empfunden haben, beweisbar recht einfach zu fixen ist, wenn man es denn will. Als jemand, der die meiste Zeit seines Lebens im Internet verbringt, mache ich mir ständig Gedanken darüber, wo ich überall meine IP-Adresse hinterlasse. Ich habe deswegen tatsächlich schon mal Probleme gehabt, deswegen weiß ich aus erster Hand, wie wichtig es ist, auf seine Fußspuren zu achten. Ebenso kommt es immer häufiger vor, dass Inhalte aus anderen Ländern für deutsche IP-Adressen gesperrt werden, was einfach nur nervt. Deswegen nutze ich jetzt seit über 2 Jahren NordVPN und habe seitdem nie wieder Probleme gehabt. Mit NordVPN wählt ihr einfach einen der vielen VPN-Server auf der ganzen Welt aus und gebt euch dann für ein anderes Gerät aus irgendeinem anderen Land, wodurch Probleme und Sperren minimiert werden. Ihr könnt sogar dadurch auf viele On-Demand-Videoseiten auf das Angebot der anderen Länder zugreifen, was die Auswahl gern mal verdoppelt. Und das Nutzen von Peer-to-Peer-Netzwerken ist ebenfalls erlaubt. Solange eure Mama euch also nicht erwischt, muss keiner davon erfahren, was ihr so treibt. Aktuell hat NordVPN eine Geburtstagsaktion, bei der ihr 2 Jahre mit heftigen Rabatt erhalten könnt, einen extra Monat und ein Geschenk, in dem entweder ein Monat, ein Jahr oder 2 Jahre NordVPN gratis obendrauf kommen. Folgt einfach dem Link in der Beschreibung oder nutzt den Code SAMZOCKT, um bei der Aktion mitzumachen. Und nun zurück zum Video. Täglich und sogar vor dem Release des Videos wurde ich gefragt, wann ich endlich anfange, Fragen für dieses Technikvideo zu sammeln. Und eines Tages war es dann halt soweit. Von daher, ja, hier ein paar Antworten auf eure Fragen, die ihr auf Twitter gestellt habt. Depgag, Florian, Better Call Paul, Lukas, Nikuyu und Noobalit würden gerne wissen, warum die Animationen der Pokémon in Distanz immer ruckeliger werden. Dies ist eine super interessante Frage, weil dieses Phänomen kenne ich fast nur aus japanischen Videospielen. Viele Capcom-Spiele zum Beispiel und jetzt auch Pokémon schrauben von Figuren, die weit entfernt sind, die Animationsframerate runter. Dies ist größtenteils eine CPU-Optimierung, da hier die Interpolation zwischen den einzelnen Keyframes geskippt wird. Animationen bestehen aus einzelnen Keyframes, in denen Position, Rotation und Skalierung von Knochen abgelegt werden. Diese Zwischenschritte zwischen den Keyframes werden also zur Echtzeit berechnet und das nennt man Interpolieren. Was hier also gemacht wird, ist die Interpolation abzuschalten, damit nur die Keyframes angezeigt werden und die CPU keine Zwischenbilder berechnen muss. Witzigerweise sehen dadurch die Figuren in der Distanz aus wie Sprites, so wie Mario Odyssey es wirklich gemacht hatte mit den Menschen in New Donk City, die erst die Interpolation deaktivieren und dann einfach durch Sprites ersetzt werden, weit in der Distanz. Hier sind es aber weiterhin die 3D-Figuren mit einem LOD-Modell, das tatsächlich mal gut gelungen ist, denn bei den meisten Pokémon bekommt man das LOD-Modell gar nicht so wirklich mit. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist: Wie viel bringt es wirklich? Bei Mario und Resident Evil Spielen verstehe ich es. Es sind sehr viele Figuren gleichzeitig auf dem Bildschirm und man möchte CPU-Leistung sparen. Zusätzlich haben diese Spiele meistens 60 Bilder pro Sekunde als Ziel. Bei Pokémon wird aber weder das Spiel selbst viel CPU-Leistung fressen, noch sind genug Figuren auf dem Bildschirm, dass es ein so schlimmes Problem sein sollte. Aber hier kommt immer der Faktor ins Spiel, dass wir den Programmcode nicht sehen und nicht wissen, ob nicht mega bekloppte und unoptimierte Sachen ständig im Hintergrund ablaufen. Ob irgendetwas anderes so viel Leistung frisst, dass man deswegen die Animationen runterschraubt. Aber ja, deswegen wirken die Animationen im Hintergrund so ruckelig. Owen, Rizzy, Nano und LukaCX haben den Clip gesehen, bei dem gezeigt wird, dass man beim Zielen Berge hochlaufen kann, ohne langsamer zu werden. Heißt, wenn man die ganze Zeit ein Objekt in der Hand hält und nur zielt, aber nicht wirft, kann man ohne Probleme auch sehr steile Abhänge mit voller Geschwindigkeit hochlaufen. Das ist ein super interessanter Bug, weil er uns 2 Sachen verdeutlicht. Erstens, wie eine Finite State Machine funktioniert und zweitens, was Quality Assurance oder eben QA täglich machen muss, um solche Sachen zu finden, damit sie gefixt werden. Fangen wir mit der State Machine an. Eine Finite State Machine ist ein Codegrundgerüst, bei dem bestimmte Zustände definiert werden. Sowas wie normale Bewegung könnte ein State sein, runterfallen könnte ein State sein und zielen könnte ein State sein. Alles, was also den Zustand des Spielers ändert und zum Beispiel auch stark die Steuerung beeinflusst. State Machines sind praktisch, um bestimmte Situationen zu limitieren und alles organisiert zu halten. Beim Rumlaufen ist also die Steuerung des normale Bewegungs-State aktiviert. Während dieser State aktiv ist, wird ständig gecheckt, ob die Figur auf dem Boden ist. Wenn nicht, wird der Runterfallen-State aktiviert, wodurch jeglicher Code der normalen Bewegung deaktiviert wird. Dadurch kann man sowas programmieren wie: Der Wechsel zum Zielen-State kann nur von dem normale Bewegungs-State erfolgen. Und schon ist es nicht beim Runterfallen möglich, das Zielen zu aktivieren.
State Machines sind ein Segen, um einen komplexen Character-Controller sauber zu programmieren. Doof ist halt, wenn man dann in einem State wichtige Sachen vergisst. Sowas wie, dass man beim Zielen-State ebenfalls checken sollte, wie steil der Untergrund ist, um dementsprechend langsamer zu werden. Gut, ob's vergessen wurde, ist fraglich, denn QA wird es garantiert angemerkt haben. Denn Punkt 2 bringt uns zu der wichtigsten und von Entwicklern meist gehassten Abteilung, Quality Assurance. Diese Abteilung ist dazu da, um alle Bugs zu finden, bevor das Spiel erscheint. Wer länger an den Job arbeitet, hat bereits ein gutes Gefühl dafür, wo Probleme meistens entstehen, und da das Wechseln der States häufig Probleme verursacht, wird ein QA-Tester deswegen alle möglichen States in allen möglichen Situationen ausprobieren. Darum sage ich des Öfteren auch mal, dass QA bestimmte Fehler garantiert gemeldet hat, da sie offensichtlich sind. Entwickler hassen die QA-Abteilung, da sie logischerweise viel Arbeit verursacht. Ist natürlich eine Hassliebe, da ohne QA-Spiele endlos verbuggt werden. Hier bei Pokémon wurden aber viele Fehler als shippable bezeichnet. Bedeutet Fehler, die gefunden wurden, aber das Spiel nicht hart genug beeinflussen, um sie sofort oder überhaupt zu fixen. Und bei dem Spiel hier gibt es einfach sehr viele shippable Bugs. Und die Frage ist, ob Game Freak überhaupt Interesse daran hat, diese Bugs jemals zu fixen. Lupo, Bacon Zack und Corny möchten wissen, warum jedes Grasstück sich seltsam mitrotiert, während in anderen Spielen mitrotierende Grasstücke eher die Lücken füllen zwischen 3D-Pflanzen. Wie ihr ja langsam wisst, ich liebe Gras. Umso trauriger ist das Gras für mich aus diesem Spiel. Bei Spielen auf Low-End-Hardware ist es immer schwer, eine gute Entscheidung zu treffen, wie man Gras vernünftig darstellt. Pokémon nutzt hier sehr breite 2D-Sprites für das niedrige Gras auf dem Boden. Und um das erklärt zu haben, wenn man in 3D-Spielen von Sprites spricht, bedeutet es nur, dass auf eine Fläche aus zwei Polygonen eine Textur gepackt wurde und diese Fläche sich immer zur Kamera dreht, daher immer die Kamera anguckt. Ein Sprite ist also schon 3D und hat zum Beispiel nichts mit den Sprites vom Super Nintendo oder so zu tun. Aber ja, da diese Büschel an Gras sehr breit sind, fällt das Mitrotieren sehr viel mehr auf als in vielen anderen Spielen. Problem ist halt, je kleiner die Büschel sind, desto mehr Leistung frisst das Ganze, weil dann ja immer zwei weitere Polygone draufgehen, um die gleiche Fläche abzudecken. Und da die Sprites sich zur Kamera rotieren, sind sie einzelne Objekte, werden daher nicht so einfach in einen Drawcoil zusammengepackt, um Performance zu sparen. Wenn man will, dass alle Gras-Sprites in einem Drawcoil gerendert werden, müsste man jeden Frame alle Sprites zu einem Modell zusammenfügen. Und das frisst CPU, was auf der Switch immer das größte Problem ist. Die Frage ist hier also, ob es nicht besser gewesen wäre, eine andere Methode zu nutzen oder ein paar mehr Kombinationen von Methoden. Zum Beispiel ist es häufig schon besser, ein Modell zu erstellen mit vielen angewinkelten Planen und dieses Modell dann mehrmals zu platzieren. Klar sieht man dann, dass das Gras halt sehr flach ist, aber lieber das als dieses extrem auffällige Mitdrehen. Die großen Grasbüschel, in denen man rumschleicht, haben es genauso gelöst und haben noch das zusätzliche Problem, dass sie extrem auffällig in die Welt ploppen. Auch hier wäre es sinnvoll gewesen, viele Büschel miteinander zu kombinieren, damit die Drawcoils weniger sind und man durch die ersparte Leistung die Sichtweite der Grasbüschel möglicherweise etwas erhöhen könnte. Wer übrigens mehr über Drawcoils wissen will, empfehle ich das Mario Kart 8 Technik Video. Da hat Nintendo perfekt demonstriert, wie viel man aus einer Hardware rausholen kann, wenn die Drawcoils niedrig gehalten werden. Hier bei Pokémon vermute ich aber genau dort das Bottleneck, dass Game Freak nicht weiß, wie man die Drawcoils niedrig hält und deswegen die Renderdistanz so weit nach unten schrauben musste, während Spiele wie Breath of the Wild in der Hinsicht alles richtig gemacht haben. Und jedes Mal, wenn ich Zelda zum Vergleich anmache, werde ich einfach nur traurig und möchte lieber das Spiel weiterspielen. Meh. Und zum Abschluss noch ein paar Antworten auf Fragen, die keine eigene Überschrift benötigen. Matt mit Nutella, interessanter Name, möchte wissen, ob Patches etwas bringen könnten bezüglich der Grafik oder ob es zu spät sei. Die Antwort ist, ja, es könnte was bringen. Als wir uns vorhin die Mods angesehen haben, durften wir ja sehen, was man innerhalb paar Tage ändern kann. Das wäre simpel als Patch möglich. Da Game Freak aber keine Probleme sieht, wird das nicht passieren. Lord Goomba, Kritz, Mega Mario, Jan Siegel, Robin, Sharky, Kiasara und einige mehr möchten wissen, warum es diese weißen Umrandungen um die Figuren in dem Höhlengebiet gibt. Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Also wirklich, ich habe absolut keine Ahnung, warum diese Artefakte sichtbar werden. Dasselbe haben wir auch, wenn man am Wasser ist. Dort gibt es ebenfalls diese Artefakte und die könnte man vielleicht noch erklären mit dem Effekt der Wasserlinie und oder den Kräuselungseffekt unter Wasser, der versucht, die Hauptfigur nicht zu kräuseln. Aber da es in der Höhle auch passiert, kann ich nur sagen, ich habe absolut keine Ahnung, was man falsch machen muss, damit so etwas passiert.
Swissback möchte wissen, woher dieses seltsame Flimmern in dem Video kommt. Wenn man sich die einzelnen Frames anguckt, merkt man, dass hier gerade ein Modell Fehler verursacht und man da mal hinlaufen müsste, um zu sehen, welches es ist. Solch Fehler können aus diversen Gründen passieren, zum Beispiel, wenn eine animierte Figur falsche Animationsdaten bekommt. Aber ja, es ist ein 3D-Modell, dessen Polygone gerade hart abspacken und über die halbe Welt verzerrt werden. Matthias würde gerne wissen, warum die Spielerfigur bei dieser Treppe so langsam raufgeht. Treppen sind in Spielen meistens für die Kollisionserkennung Rampen. Die Figur geht also so langsam, weil die Treppe bzw. die Rampe zu steil ist. Dadurch ist es halt so, als wenn man steile Berge hochgehen würde. Da wird auch dieselbe Animation abgespielt. Kann man in weniger als 5 Minuten fixen, wenn man es denn will. Nico möchte wissen, warum das Bild hin und wieder heller und dunkler wird. Ich gehe davon aus, dass dieses Spiel eine automatische Belichtung verwendet. Wie bei echten Kameras wird hier virtuell die Blende der Kamera eingestellt, damit dunkle Bereiche heller werden und helle Bereiche dunkler. Bei Pokémon wird anscheinend ein seltsamer Algorithmus verwendet, wo häufig die virtuelle Blende denkt, jetzt das Bild heller oder dunkler machen zu müssen, obwohl es nicht nötig ist. Warum das so ist? Kein Plan. Aber alles andere als ein Blendeneffekt würde keinen Sinn ergeben. MindTube möchte wissen, was mit dem Schatten hin und wieder falsch ist. Denke, vielen wird aufgefallen sein, dass einige Schatten plötzlich aufpoppen. In dem Fall hier wurde ein Baum ausgeblendet, weil er nicht mehr im Bild zu sehen war. Gleichzeitig aber wurde nicht beachtet, dass der Schatten weiterhin ins Bild reinragen sollte. Solche Sachen muss man beim Schreiben eines Renderers beachten, weil das übersieht man gerne. Hier braucht man eine grobe Berechnung, die checkt, ob der Schatten im Bild wohl sichtbar sein wird und wenn ja, darf dieses Objekt noch nicht ausgeblendet werden, auch wenn es selbst gerade nicht zu sehen ist. So eine Berechnung scheint halt im Spiel oder beziehungsweise im Renderer zu fehlen. Und dies war das Technikvideo zu Pokémon Legenden Arceus. Da wir ein Placement in diesem Video hatten, verzichte ich auf Eigenwerbung und gebe einen Shoutout an Tom, der euch auf seinem Kanal Let's Game Dev zeigt, wie er sein Spiel Spindel entwickelt, was es so Neues in der Entwicklungswelt gibt und auch mal ein paar private Sachen preisgibt. Den Link zum Kanal blende ich euch als Karte ein. Und natürlich bedanke ich mich an meine Patrons, die aktuell diesen Kanal komplett tragen. Vielen Dank, dass ich dieses Video dank euch machen darf. Und besonderen Dank geht raus an meine Top-Patrons namens Let's Pain, Jens, Linken, Shiny, Steini, Nachtschatten, Tanya, Dragondeer, Mars3000SP, Mirksteff, Martin Hugh Gomez, Trendychuck, Firusan, Danoa, Quellec, Die Wahre Keule, Legend495, Pixelpainter, Tease, Memeron, Neo127, AaronDC, Kobilia und Talkson. Und absolut nicht zu verachten, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.